Die Schulzeit. Für die meisten Kinder eine unbeschwerte Zeit. Das jedenfalls wünschen sich alle Eltern. Prägend ist sie auf jeden Fall. Im März 2013 wird diese Idylle jäh zerstört durch eine Mitteilung der Kantonspolizei Bern. Schweiz aktuell berichtet. Eine Mutter hat sich im Januar 2012 bei der Kantonspolizei Bern gemeldet. Ihre Kinder seien Opfer von sexuellen Übergriffen worden. Im Fokus der umfangreichen Ermittlungen ein 43-jähriger Schulsozialarbeiter. Der beschuldigte Mann war insgesamt in 3 Kantonen als Schulsozialarbeiter tätig. Es sind das Kanton Basel-Land, Bern und Solothurn. Man muss davon ausgehen, dass er einen Grossteil von seinen späteren Opfern im Rahmen dieser Tätigkeit kennengelernt hat und eben nachher einen privaten Kontakt unterhalten hat. Und der grösste Teil der Opfer stammt aus dem Kanton Bern. Die Polizei hat 20 Opfer ausfindig gemacht. Die ersten Übergriffe geschahen bereits 1996. Der mutmaßliche Täter ist ein Vorzeigepädagoge, gefeiert als einer der ersten Schulsozialarbeiter der deutschen Schweiz. Eine Schule in der Region Bern ist besonders betroffen. Zuerst habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Das war so der erste Gedanke. Und der zweite ist, wenn man schaut in der Vergangenheit, wie viel das jetzt auch ans Tageslicht gekommen ist, kann man das jemandem nicht ablesen, was seine Neigungen sind oder seine Art ist. Und insofern hat es mich noch mehr schockiert. Niemand hätte es gedacht. Oftmals nahm der Schulsozialarbeiter die Kinder sogar in der Freizeit mit in eine Alphütte im Berner Oberland. Was hier geschah, weiß niemand. Mittlerweile hat der Beschuldigte B. 21 sexuelle Übergriffe an Kindern gestanden. Der Prozess wird wohl erst 2014 stattfinden. Bis zu einer Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Wie kann es sein, dass jemand, der in Institutionen mit Kindern arbeitet, über Jahre Knaben sexuell missbraucht und niemand etwas merkt? Sind unsere Gesetze ungenügend oder sind wir zu wenig achtsam? Eine Spurensuche in einem Bereich voller Tabus. Ich kannte den beschuldigten Schulsozialarbeiter B. schon, bevor alles ans Licht kam. Bei meinen Recherchen für einen Dokumentarfilm über hyperaktive Kinder stieß ich auf die Deutsche Sinnstiftung. Sie vermittelte mir B. als ihren Schweizer Vertreter. Die Sinnstiftung ist bekannt dafür, dass sie lebhafte Jungs nicht mit Medikamenten therapiert, sondern ihnen mit Ferienwochen auf der Alp Auslauf und Bewegung verschafft. Wir filmten B. im Sommer 2011. Er arbeitete als Coach mit solchen Jungs und setzte sich im Film sympathisch und kompetent für die Anliegen der Kinder und gegen den zunehmenden Leistungsdruck in unserer Gesellschaft ein. Wir haben doch auch Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Und diese Verantwortung kann nicht nur sein, dass wir möglichst einfach, Geld verdient, sondern die Verantwortung muss auch sein, sich um die Kinder zu kümmern. Heute erscheinen B.s Aussagen in einem anderen Licht. Aber damals fiel auch ich auf ihn herein. B. drohe nun zwischen 7,5 und 15 Jahren Haft. Ich bin erleichtert, gehört der Junge, den er in meinem Doc-Film betreute, nicht auch noch zu seinen Opfern. Nach der Ausstrahlung des Filmes Ende 2011 erhielt ich ein irritierendes Mail. Ein Vater schrieb, B. habe vor Jahren als Kirchensozialarbeiter seinen Sohn sexuell missbraucht. B. hatte 1999 unseren Sohn an einem Weekend im Jura sexuell missbraucht. Ich konnte den Film nicht zu Ende schauen. Wut und Trauer stiegen in mir hoch. Nehmen Sie mit mir Kontakt auf. B. wechselte auch häufig seinen Arbeitsort, um die Spuren zu verwischen. Ich ging der Sache nach und hatte keinen Anlass, an den Aussagen des Vaters zu zweifeln. Zudem fand ich heraus, dass inzwischen auch die Polizei ermittelte und B. verhaftet hatte.
Der Vorfall, den der Vater schilderte, ereignete sich 1999 in der Region Basel-Land. B. hatte als Kirchensozialarbeiter dort eine Konfirmandenklasse betreut. Zum Missbrauch sei es gekommen, als er den Jungen nach der Konfirmation auf ein Wochenende in den Jura eingeladen hatte, schrieb der Vater. Öffentlich auftreten will er aber nicht, aus Rücksicht auf seinen Sohn. Dieser hat nun, seit die polizeilichen Ermittlungen laufen, erstmals ausgesagt. Diese Geschichte zeigt auf, wo die Probleme bei sexuellem Missbrauch liegen und warum Leute wie B. so lange unentdeckt bleiben können. Bei der Opferberatungsstelle Castagna hört man fast täglich Missbrauchsgeschichten. Die Erfahrung zeigt, sexueller Missbrauch an Kindern ist in den allermeisten Fällen ein Beziehungsdelikt. Weit über 90% der tätlichen Personen kommen aus dem sozialen, näheren sozialen Umfeld des Kindes. Das heisst, es besteht eine Beziehung. Auch jemand, der sich in eine Familie hineinschliesst, als Freund oder als Götti oder so, investiert eine relativ lange Zeit, um das Kind gefügig zu machen, um das Kind einwickeln in die Beziehung und in die Abhängigkeit, sodass es dann, wenn man dann anfängt mit dem Übergriff, keine Gegenwehr mehr bringen kann. Für den jungen Konfirmanden aus der Region Basel-Land war B. ein enger Vertrauter gewesen. Mit seinem Vater konnte er bis heute nicht darüber reden, was damals geschah. Nur einer Kirchenmitarbeiterin hatte er sich in seiner Not anvertraut. Diese erzählt es dann dem Vater. In der Regel ist es so, dass ein Kind die tätliche Person schützt, weil sie eben eine Bindung hat an die tätliche Person und weil sie auch nicht will über den Schambereich von sich selber reden will. Und dass man so eigentlich gar nichts erfährt. Es ist sehr selten, dass ein Kind dann doch redet. Und meistens redet es erst dann, wenn es es nicht mehr aushält. Also wenn einfach der Druck so massiv steigt, dass man merkt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und dann vertrauen sie sich irgendjemandem an. Der Vater war in einer schwierigen Situation. Er war verunsichert und hatte nichts in der Hand. Der Junge schwieg. Aber selbst wenn er geredet hätte, eine Anzeige in solchen Fällen ist eine heikle Angelegenheit. Es ist meistens eine Situation von Aussage gegen Aussage. Und Aussagen von Kindern sind teilweise sehr ungenau oder sie wechseln und man ist sich da nicht sicher. Und das hat natürlich auch ganz verheerende Konsequenzen für die Person, die dann beschuldigt wird. Das führt dann meistens zu Freistellungen im Job. Man verliert dann vielleicht auch persönliche Beziehungen. Also es ist etwas, das ganz schwerwiegend ist. Und darum überlegen sich viele Leute zweimal, ob sie das wirklich wollen, in Gang setzen. Und zum anderen ist es auch so, dass im Strafverfahren dann schwere Belastungen aufs Kind zukommen. Es gibt dann Zeugeneinvernahmen, die ganz speziell organisiert werden. Und schließlich kann man sich auch sogar noch in Verdacht bringen, dass man jemanden falsch anschuldigt, dass man jemanden sogar in seiner Ehre verletzt. Und das führt dann insgesamt zu einer Konstellation, wo man eher auf eine Anzeige dann verzichtet. Im Fall B. ermittelt die Kantonspolizei des Berner Oberlandes nun seit 1,5 Jahren. Zum Fall selbst darf man nichts sagen, da das Verfahren noch läuft. Gabi Berger ist Chefin der Spezialfahndung 1. Sie ist sich sehr wohl bewusst, dass bei sexuellen Delikten gegen Kinder ganz schwierige Situationen entstehen. Das versucht die Polizei speziell zu berücksichtigen. Das hat sich sehr stark verändert in den letzten 15 Jahren, die Ermittlungsarbeit im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch und Sexualdelikt. 2002 beispielsweise sind verschiedene Bestimmungen im Opferhilfegesetz in Kraft getreten, die bestimmen, dass speziell ausgebildete Polizistinnen und Polizisten Kinder befragen, dass Befragungen vom gleichen Geschlecht gemacht werden sollten. Dass man speziell geschult ist, auch dass die Räumlichkeiten kindgerecht ausgestaltet sind. Das sind die beiden Profis, wenn es um solche Fälle geht. Urs König und Therese Wiedmer sind für die Ermittlungen bei Sexualdelikten gegen Kinder zuständig. Er befragt die Knaben, sie die Mädchen. In diesen Räumen finden die Befragungen statt. Ich sage eigentlich den Kindern häufig, wir probieren zusammen die Wahrheit zu erarbeiten. Und am Schluss geben wir die Wahrheit, die wir erarbeitet haben, am Gericht geben. Und das tut dann beurteilen, wer an dieser Wahrheit wie viel Verantwortung muss tragen.
Solange das eigentlich jemand erzählt, ist es nicht so schwierig. Also, wenn jemand wirklich Aussagen macht, ist das viel einfacher als Befrager, wenn jemand einfach nur einen Satz sagt und dann ist es fertig. Man sagt, du bist ja heute aus einem bestimmten Grund da, du willst mir erzählen, was dir passiert ist, erzähl mal. Und dann sagt der Onkel, Hans hat mir wehgetan und dann ist es fertig. Dann ist das relativ schwierig. Damit das Gespräch wegen der Mitschrift des Protokolls nicht unterbrochen werden muss, wird alles mit einer Videokamera aufgezeichnet und im Zimmer nebenan mitverfolgt. Urs König erlebt oft, dass die Kinder die Täter in Schutz nehmen. Man stellt auch viel wieder fest, dass nach einer Einvernahme, wenn man mit dem Kind redet, wie es für dich war, dann sagen sie meistens, ja, es war nicht so schlimm, wie ich gemeint habe. Es ist noch ganz gut gegangen. Man merkt aber, da bleibt noch etwas, da ist noch etwas hinten dran. Und wenn man ihn nachfragt und merkt, dass sich das Kind riesige Gedanken macht, dass aufgrund von seiner Aussage jetzt jemand ins Gefängnis muss, dann ist das dann etwas, das mich wahnsinnig berührt. Weil man dann merkt, dass ich Schuldgefühl da beim Kind, das es eben sicher nicht muss haben. Ungerechtfertigte Beschuldigungen von Kindern gäbe es sehr selten, sagt Urs König. Die Täter hingegen hätten allgemein weit weniger Skrupel und verfolgten oft dieselbe Strategie. So ein Muster, das ich denke, wo man immer wieder sieht, ist, dass die Täterschaft in der ersten Linie mal die Vorwürfe abstreitet. Sich unter Umständen sogar quasi in eine Opferrolle hineinbringt, durch das, dass man sagt, die Avancen, die sind vom Kind gekommen. Ich habe ja dem Kind das nur zu gut tun. Es hat es unbedingt wollen. Und dann habe ich nachher halt, wohl oder übel, habe ich mitgemacht. Das sind so Grundmuster, die man immer wieder sieht. Es gibt aber auch die Fälle, wo durchaus jemand sich dann so äußert, dass er sagt, ich weiß, ich habe ein Problem mit dem. Ich komme nicht zu schlagen und ich bin jetzt bald froh, dass ihr kommt, läuten, dass ich allenfalls Hilfe bekomme. Zurück zum Fall des sexuellen Missbrauchs in der Region Basel-Land. 1999 kommt es hier nicht zu einer Anzeige. Es fehlen die Beweise, der betroffene Junge redet nicht. Und Sozialarbeiter B., von der Kirchgemeinde auf den Verdacht angesprochen, streitet alles ab. Er kündigt bald darauf und zieht weiter. Allgemein stellt man einfach fest, dass in so Fällen immer, wenn Verdacht auftaucht, wenn Gerüchte entstehen, dass die ihre Sachen zusammenpacken und in einen anderen Kanton gehen, wo sie dann so quasi von Neuem wieder anfangen können. Und wenn dort Gerüchte entstehen, ist eine Möglichkeit, dass man wieder den Kanton wechselt. So auch B. Er lässt sich 2001 im Kanton Bern anstellen. Dort macht er eine erstaunliche Karriere. In einer Schule in Könitz wird er als einer der ersten Schulsozialarbeiter der Deutschschweiz gefeiert. Er ist allseits beliebt und bekommt sogar eine eigene Kolumne in einer Zeitung. In Könitz sind ganz viele Schüler froh um ihn. Er versteht ihre Probleme, ist locker und umgänglich. In kürzester Zeit hat er sich etabliert. Er war sehr kompetent, auch im fachlichen Bereich. Man konnte sich gut austauschen mit ihm. Er war wirklich ganz eine angenehme Person und sympathisch. Und man hat gerne mit ihm geredet. Aber der hervorragende Pädagoge hat zwei Gesichter. Seine dunkle Seite kennen nur die Kinder, die es am eigenen Leib erfahren. Das ist eine stringente Linie und nicht zwei Teile. Damit wir es überhaupt aushalten, setzen wir am Sexualstraftäter den Pädagogen gegenüber, der hervorragend ist. Aber ich glaube, es ist einfach das Gleiche. Es ist leider oftmals eine Maske und nicht ein hervorragender Pädagoge. Erika Haltiner leitet die Fachstelle Limita. Diese entwickelt Präventionskonzepte für Schulen und Behörden im Umgang mit sexueller Gewalt. Sie weiß zwar, dass sich Sexualstraftäter oft solche Berufe aussuchen, um besser an die Kinder heranzukommen. Trotzdem warnt sie davor, Pädophile generell zu kriminalisieren.
Pädophilie als solches ist ja noch keine Straftat, sondern es ist eine Veranlagung. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir pädophil Veranlagte nicht zu früh verurteilen, weil wenn wir das machen, dann entschwinden sie uns. Und dann entzieht man ihnen eigentlich auch die Gelegenheit, quasi in therapeutische Kontext zu gelangen. Und wenn man das nicht macht, wenn sie sich nicht therapieren lassen, dann ist das Risiko sehr hoch, dass Sexualstraftaten begangen werden. B. hatte diese Grenze allerdings bereits überschritten. Davon ist der betroffene Vater aus dem Kanton Basel-Landschaft überzeugt. Sein Sohn hat 20 Kilo zugenommen und die Sache lässt ihm keine Ruhe. Er findet heraus, dass B. in Könitz arbeitet und informiert eine Bekannte, die dort unterrichtet. 2002 hat sich ein Gerücht breit gemacht durch eine Lehrkraft, die das dann der zuständigen Schulleitung hat mitteilt, dass am früheren Arbeitsort sexueller Übergriff passiert sein. Und das Gerücht haben wir dann aufgenommen und dem sind wir dann nachgegangen. Wie man genau vorgehen soll, ist 2002 nicht klar. Die Schulleitung kontaktiert das Schulamt. Dieses stützt sich auf die Leitlinien des Berner Lehrerverbandes und rät zu einer Konfrontation mit B. Man hat mit ihm das Gespräch gesucht, man hat ihn konfrontiert mit dieser Situation. Er hat sich konsterniert gezeigt, hat kein Verständnis gehabt, hat schlussendlich gesagt, er könnte sich einfach vorstellen, dass unter Umständen jemand in diesem Gebiet, wo das aufgekommen ist, das Gerücht, etwas gegen ihn habe und ihm das einfach unterstelle. Konfrontationen sind schwierig. Besser wäre, Indizien sammeln und Fachstellen aufsuchen. Die Polizei rät jedenfalls von solchen Konfrontationen ab. Wir empfehlen das überhaupt nicht, zu konfrontieren. Es hat verschiedene Aspekte, also Täter konfrontieren auf privater Ebene, das warnt den Täter. Wenn nachher ein Strafverfahren in Gang kommt, hat er Gelegenheit gehabt, seine Aussagen sich gut zu überlegen, hat Gelegenheit gehabt, Beweismaterial zu vernichten. Bei der Konfrontation 2002 erreicht man, dass B einwilligt, dass man auf der Gemeindeverwaltung in Baselland nachfragen darf. Ohne Einwilligung ist Nachfragen nämlich gesetzlich verboten. Aber B verschweigt das Pfarramt, wo man vom Missbrauch gewusst hätte. Hier müsste sich gesetzlich etwas ändern. Es geht darum, dass nicht quasi der vermeintliche Täter quasi sagt, woher dürfen wir befragen. Das ist schon klar, weil der sagt natürlich nicht, der gibt niemanden Preis, wo er nicht weiss, dort kriegt man Informationen, sondern dass man es umkehrt. Dass man wie sagt, ich will Informationen von dort und dort und dort. Und wenn ich die kriege, ist gut. Und sonst gibt es bei uns keine Anstellung. Das bisherige System schützt die Täter. Denn auch das Pfarramt hätte die Information nicht herausgeben dürfen. Der Pfarrer untersteht nämlich einer Schweigepflicht. Eine unbefriedigende Situation, die man relativ einfach ändern könnte, wenn es um den Schutz von Kindern geht. Also aus meiner Sicht wäre es das Gescheiteste, wenn man würde im Strafgesetzbuch die Möglichkeiten des Melderechts ausdehnen, auch auf sonstige, ganz gewöhnliche Arbeitsverhältnisse, nicht nur auf Amts- und Berufsgeheimnisträger. Und damit hätten die dann einen Rechtfertigungsgrund, wenn so Verdacht aufkommt, dass sie an einer nächsten Schule Informationen weitergeben könnten. Gäbe es ein solches Melderecht, hätte der Pfarrer im Baselbiet auf Anfrage die Schule in Bern warnen können. Das Bedürfnis der Öffentlichkeit, die Kinder besser zu schützen, ist groß. Es erstaunt nicht, dass nach Bekanntwerden des Falles B sofort wieder sogenannte schwarze Listen gefordert werden. Bei den Lehrern oder im Pflegebereich gibt es sie schon. Zum Thema schwarze Liste muss man, glaube ich, mal klarstellen, dass es dort immer darum geht, dass jemand schon rechtskräftig die Lehrbefugnis nicht mehr hat oder dass er im Pflegebereich auch nicht mehr tätig sein darf. Das heisst, es muss irgendwo vom Gericht festgestellt worden sein, dass jemand etwas begangen hat gegen Jugendliche oder eine andere schwere strafbare Handlung. In diesem Zusammenhang kann man das auch ausdehnen auf Sozialarbeiter, aber dort müssten auch die gleichen Regeln gelten, dass sie also dann im
Strafverfahren zum Beispiel schon verurteilt worden sind wegen einer bestimmten Tat. Man ahnt es schon. Selbst wenn es schwarze Listen für Sozialarbeiter geben würde, dort wäre B nicht aufgetaucht. Immer noch hatte niemand Anzeige gemacht. Immer noch lief kein Verfahren gegen ihn. Das ist der Regelfall. Die Dunkelziffer bei diesen Delikten ist extrem hoch. Ich nehme mal so grob statistische Zahlen. Jeder hundertste Fall wird überhaupt aufgedeckt. Das ist schon mal relativ wenig. Von den Fällen, die aufgedeckt werden, kommen gerade mal ca. 6% zu einer Anzeige. Und von den 6%, die dann angezeigt werden, werden gerade mal ungefähr 13% verurteilt. Also wir bewegen uns im Verurteilungsbereich im Promille. Nur ganz wenige Fälle kommen also ans Licht. Und auch in Könitz kommt es 2002, wie es meistens kommt. Der Verdacht lässt sich nicht erhärten. Die Unschuldsvermutung gilt immer, bevor das etwas passiert ist. Unsere Recherchen haben ergeben, dass man uns nicht hätte können sagen, da hat es irgendwo Fleisch am Knochen, da ist etwas passiert. Und insofern ist ja das ganz schwierig, wenn man eine Polizei einschaltet. Stellt man sich vor, schlussendlich wäre es nicht so. Also ein solcher Vorwurf bleibt an einem Menschen hängen, ob er schuldig ist oder nicht schuldig ist. Und das ist ganz, ganz etwas Heikles. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene haben Angst, jemanden in Verruf zu bringen. Genau das nützen pädophile Straftäter oftmals aus. Wir machen eine Anzeige nicht aufgrund von, oftmals von einer Faktenlage, sondern von einer Annahme. Und unsere Redlichkeit hindert uns oftmals daran, nur aufgrund von Annahmen eigentlich Tatsachen zu schaffen. Ich glaube, das ist so der schmale Grat, wo Täter schützt und wo sie auch reingehen. Wenn sie zum Beispiel sagen, dann mache ich eine Täterstrategie ist zum Beispiel eine Verleumdungsklage. Also ich zeige euch an, wenn ihr mir das macht, dann zeige ich euch an wegen Verleumdung. Da gehen sie genau in die Redlichkeit. Das ist das Manipulationsmittel von ihnen. Die Unvorstellbarkeit von ihrer Tat. Die Täter manipulieren nicht nur die Kinder, sie manipulieren auch die Erwachsenen. Und die Kinder. Sie gehen oft vergessen dabei. Ich sage häufig, wenn auch nur 2% Gefahr besteht, dass tatsächlich das Kind Übergriff erlebt, dann ist doch das eigentlich schon so viel, dass man muss handeln und muss das Kind schützen, wenn es irgendwie geht. Schulen haben die Pflicht, ihre Kinder zu schützen. Deshalb macht man Schulsozialarbeiter B 2002 in Könitz immerhin die Auflage, dass er nicht mehr allein mit den Kindern Ausflüge machen dürfe. Erika Haltiner ist das aber zu wenig. Der Täter in Könitz hat ja seine Kontakte, die er hat können aufbauen während seiner Arbeit, in Anführungszeichen privatisiert. Ich glaube, das ist mit eine der Auflagen, die man machen könnte. Oder wo ich finde, ist ein Standard im professionellen Kontext, wenn man pädagogisch schafft. Wenn ich mit Kind in der Schulsozialarbeit Kontakt habe, dann beschränkt sich der genau auf den Raum und auf den Kontext. Und ich darf weder Kontakt pflegen privat noch in einem anderen Rahmen zu diesen Kindern. Weil das sind genau die Situationen, die ausgenutzt werden. B hingegen baut die privaten Kontakte aus. 2005 mietet er im Berner Oberland eine Alphütte und nimmt oft auch Kinder mit hierher. Natürlich immer in Absprache mit den Eltern. Alle mögen ihn ja gern. Die unterschiedlichsten Kinder verbringen Wochenenden hier. Der benachbarte Bauer war mit B befreundet und hat sie alle gekannt. Wir gingen immer hilfsbereit für alles Mögliche drum und dran. Und wir ja noch, eigentlich auch noch, er hat ja für die Kinder etwas gesucht, für denen zu helfen, dass sie etwas machen. Und das ist ja auf einem Landwirtschaftsbetrieb ja eigentlich noch ein bisschen schlau. Er ist ja hier geholfen, er hat Wanderwege geholfen machen oder gemacht mit diesen Kindern. Und kein einziger Mensch hat da gedacht, dass das so ist, wie es jetzt ja ist. Wir haben ihn als gut erkannt. Und das ist halt das, was einen nachher nachträglich auf einem Weg zu arbeiten, macht, dass man nichts gemerkt hat.
Was im Berner Oberland genau geschah, ist Gegenstand der Ermittlungen, die seit 1,5 Jahren andauern. In deren Verlauf bekam die Polizei noch einen anderen wichtigen Hinweis. Offenbar war B. auch in der pädophilen Szene im Internet aktiv. Es ist so, dass nachdem die Ermittlungen im Januar 12 angefangen haben, nach einigen Monaten wir von einer ausländischen Polizeibehörde Hinweis bekommen haben, dass im Internet Aufnahmen zirkulieren, wo man den Beschuldigten darauf erkennt. Und gestützt auf die Hinweise hat man weitere Ermittlungen gemacht. Und in diesem Zusammenhang ist man dann zu 8 weiteren Opfern gekommen. Von 8 missbrauchten Kindern hat man also Bilder im Internet gefunden. Was darauf zu sehen ist, gibt die Polizei natürlich nicht bekannt. Bei der Bundeskriminalpolizei in Bern gehen Hinweise aus dem In- und Ausland ein. Rund 1.400 sind es pro Jahr. Thomas Walter ist Chef der Fachstelle COBIC, welche die Internetkriminalität bekämpft. Ihn erschüttert, wie diese Delikte verharmlost werden. Also man muss sich das so vorstellen, dass einerseits gibt es Leute, die einfach Bilder austauschen, also Leute, die Freude haben an diesen pädopornografischen Bildern. Wobei, dass man da nicht vergessen darf, dass das eigentlich ein Crime Scene ist, also eine Szene von einem Missbrauch von einem Kind. Man hat ja immer den Hang zu sagen, ja, das sind einfach Bildchen, aber das sind eben nicht einfach Bildchen. Hier wird das Kind wieder missbraucht, indem das jemand ein Bild wieder und wieder konsumiert. Und man spricht eigentlich von einer Reviktimisierung, die man verhindern will. Also das ist das eine, die tun Bilder austauschen. Auf der anderen Seite ist das zu einem Zahlungsmittel geworden, dass man immer wieder frische Bilder will oder muss anbieten, dass man selber auch wieder neues Material überkommt. Und dann tun die Leute natürlich zum Teil irgendwann Grenzen überschreiten und werden selber zu Tätern und tun selber Kinder missbrauchen. Die Szene hält sich zunehmend in verschlüsselten Netzwerken, sogenannten Darkrooms, auf. Und es bräuchte viel mehr Leute, die diese beobachten. Juristin Sandra Muckli hat im Rahmen ihrer Dissertation bei Thomas Walter gearbeitet und so einen Einblick in die Szene erhalten. Ohne verdeckte Ermittlungen käme man pädophilen Tätern kaum auf die Spur. Da ist man sich einig. Aber was Sandra Muckli täglich an strafbaren Handlungen zu sehen bekam, überstieg oft das Erträgliche. Dann hat man da zum Beispiel letzte Seite mit Kinderpornografie. Vorwiegend jetzt auf ganz kleine Kinder, Babys. Das ist ein Videokanal, wo man sich jetzt einloggen müsste. Und oftmals ist es so, wenn man sich in ein Forum einloggen muss, dass man dann zuerst etwas bringen muss, damit man nachher akzeptiert wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel hier. Da macht einer so Magazine, so Covers, wie wir sie kennen, von diesen ganzen Gala-Heftchen und so, macht er mit Kinderpornografie. Und einer postet jetzt da unten dran, er fände das gut und wenn er möchte, dann könne er für das nächste Magazin auch Bilder von seiner eigenen Tochter, die 8 ist, schicken, die es im Netz noch nicht gäbe. Da sucht einer reale Kontakt. Also das Netzwerk ist nicht nur da, um Bilder zu tauschen, auch, aber oftmals werden auch Ratschläge gesucht, wo komme ich Opfer her über. Also da zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen, der ein Mädchen sucht, von 9 bis 16 in Belgien. Auch wenn es schwierig ist, die Identität der Täter im Netz zu knacken, der Fall B zeigt, dass es dank internationaler Zusammenarbeit doch immer wieder gelingt. Trotzdem, Sandra Mucklis Fazit ist ernüchternd. Also was ich festgestellt habe, ist, Es gibt keine Grenzen auf diesen Foren. Die Täter fühlen sich so sicher auf diesen Seiten, dass sie ganz offen darüber reden, über ihre Neigungen, über ihre Erfahrungen. Ganz offen sich auch unterstützen bei der Suche nach Opfern und alles. Also das hat mich am Anfang schockiert, dass man wirklich über illegale Sachen, und man weiss, dass sie harte Strafen nach sich ziehen, so offen darüber diskutieren kann. Das ist in dem Sinn erschreckend. Und was anderen ist,
ist, dass es nicht aufhört. Also es kommen immer wieder neue Seiten dazu, es gehen andere wieder down, also schliessen sich wieder. Und es ist wie ein Fass ohne Boden. Also wenn eine Seite zugeht, kommen drei neue wieder, wo sich die Leute darauf versammeln. Sandra Muckli will das Bewusstsein in der Öffentlichkeit schärfen für diese neue Form von Kriminalität. Darum hält sie auch Vorträge vor Jurastudenten. Pädosexuelle Täter tummeln sich nicht nur in verschlüsselten Darkrooms. Sie suchen sich ihre Opfer meist in ganz normalen Netzwerken. Sexuelle Belästigung ist Alltag, wenn Kinder regelmäßig chatten. Die Möglichkeit, das ist erschreckend, steigt, wenn sie sich speziell in Channels aufhalten, die für Kinder gedacht sind. Also gerade so Teen Talk oder Child Channel, oder wie die heissen. Da wimmelt es einfach von Leuten, die es auf Kinder abgesehen haben. Und die Eltern kann man in dem Sinn nur raten, den Kindern ganz genau über die Schulter zu schauen und sie nicht unbeaufsichtigt mit dem PC im Zimmer sich Zeit zu vertreiben. Habe ich mal ein Chatgespräch zusammengestellt. Pädophile Täter gehen sehr zielstrebig zur Sache, wie dieser Chat zeigt. Das geht dann meistens so los. Also zuerst kommt die Begrüßung. Und diese zwei Sätze sind dann auch meistens das Einzige, was noch keinen sexuellen Inhalt hat. Ja, und dann geht es mal so ein bisschen hier los. Man stellt sich blöd. Was meinst du? Von was redest du? Grosse Brüste, auch ganz wichtig. Tangas sehr beliebt, auch Leggings übrigens. Nein. Hast du schon einmal sexuelle Erfahrung gehabt? Nein. Man wird langsam auch deutlicher. Man will vielleicht auch was zahlen. iPhone immer sehr beliebt oder auch Geld. Ziel ist es oft, die Kinder zu treffen. Aber selbst in den Chats geht es dann schnell um Pornografie. Was im realen Leben mindestens als sexuelle Belästigung taxiert würde, kann im Netz allerdings nur schwer geahndet werden. Dort haben wir das Problem, sexuelle Belästigung ist ein Antragsdelikt. Und wir bräuchten das Kind selber, das Anzeige erstattet. Und meiner Meinung nach kann man dem Kind einfach nicht zumuten, dass es das erstens erkennt als etwas Strafbares und zweitens sich dann wirklich auf den Weg macht, um eine Anzeige zu erstatten. Bei pädosexuellen Übergriffen im Internet ist es also genau gleich wie bei sexuellen Übergriffen in der Realität. Man kann solche Übergriffe nur verhindern und Kinder schützen, wenn sie jemand sieht und sehen will und bei der Bundeskriminalpolizei meldet. Blenden wir zurück zum Fall des Schulsozialarbeiters B. 2008 kündigt er in Könitz von sich aus, ohne dass weitere Verdachtsmomente aufgetaucht wären. Seine Spur hätte sich fast verloren, wäre da nicht der betroffene Vater aus dem Baselbiet gewesen, der immer noch ab und zu im Internet verfolgt, was B macht. Als er 2010 herausfindet, dass sich B in 4 Schulhäusern im Kanton Solothurn als Sozialarbeiter anstellen lässt, meldet er sich dort per Mail. Bei der Fachstelle Perspektive, welche B für diese Schulen angestellt hat, nimmt man den Hinweis ernst. Wir sind der Meldung nachgegangen. Das heisst, wir haben zuerst versucht, mit dem Vater Kontakt aufzunehmen, dass wir die Meldung auch direkt hören. Der Vater hat uns die Meldung so bestätigt, hat aber auch klar gesagt, weder er noch sein Sohn werden Anzeige machen. Und er wird uns einfach informieren, dass wir ein Auge auf die Sache haben. Auch hier wieder. Man lässt sich beraten, fragt in den Solothurner Schulen nach. Überall hört man nur Gutes über B. Direkt auf die Vorwürfe angesprochen, gewährt dieser sogar Einsicht in die Akten von Könitz, wo ja alles schon mal aufgearbeitet worden war. Gerade weil Karin Stob die Sache ernst nimmt, möchte sie das Gerücht aber endlich aus der Welt schaffen. Uns ist empfohlen worden, dass der Mitarbeiter könnte eben auch eine Anklage wegen allfälliger Ehrverletzung machen könnte. Und wir haben ihn dahingehend beraten, dass er eine Anwältin soll beauftragen. Wir haben auch entsprechend Kostenübernahme geleistet und er hat dann auch die Anwältin beauftragt. Der betroffene Vater muss also plötzlich selbst mit einer Anzeige wegen Ehrverletzung rechnen. Er hatte den Verdacht doch sehr lange immer wieder überall gestreut, ohne selbst zur Polizei zu gehen. Ich finde es richtig, dass eigentlich auch ein Täter rechtliches Gehör kriegt. Und gerade in dem Bereich. Und dort sind wir genau wieder bei der Redlichkeit.
sobald wir es nachher nicht ganz genau festmachen können. Und solange wir nicht irgendjemand hat, der schon Strafanzeige gemacht hat, oder eine betroffene Person, die bereit ist, zum reden, kommen wir genau wieder in den Konflikt hinein. Ich glaube, es braucht im Zusammenhang mit Sexualstraftat zum Teil wirklich sehr viel Zivilcourage und Mut, einen Schritt zu machen in einem Bereich, wo noch nichts sicher ist. Wäre es tatsächlich zu einer Anzeige wegen Ehrverletzung oder, wie es juristisch heißt, übler Nachrede gekommen, hätte der Vater versuchen müssen, seinen Sohn zum Reden zu bringen. Es kann sein, dass man eine üble Nachrede begeht, indem man jemanden eine strafbare Handlung bezichtigt. Jetzt ist es aber dort so, wenn man das im guten Glauben und auch im Interesse des Kindes macht und auch tatsächliche Hinweise bestehen, dann ist das auch gerechtfertigt. Also dann ist man auch da nicht strafbar. Zu einer Ehrverletzungsklage kommt es nicht. Heute weiß man auch warum. B löst das Problem auf seine Art. Er kündigt in Solothurn nur 2 Monate später und schafft es so einmal mehr, seine Spuren zu verwischen. Heute frage ich mich natürlich, haben wir zu wenig gemacht? Ich bin schockiert über das Ausmaß der Taten, überhaupt, dass die Taten wirklich wahr sind, dass das so weit gekommen ist. Ja, und heute würde ich vielleicht noch eine Frage weiter bei der Anwältin. Heute würde ich vielleicht auch einem neuen Arbeitgeber, auch wenn ich weiss, dass das heikel ist, so ein Gerücht weitergeben. Damals informiert die Perspektive den neuen Arbeitgeber nicht und weicht damit möglichen juristischen Problemen aus. Gleich wie die Arbeitgeber vor ihr. Wenn ein solches Anstellungsverhältnis beendet ist, ist man wohl einfach froh, ist das Problem vom Tisch. Kann man sagen, es ist ein bisschen, weil das alles so komplex ist, ist es ein bisschen wie ein heißer Herdöpfel. Also alle sind ein bisschen froh, wenn sie nichts damit zu tun haben. Ja, ich glaube, es ist ein heißer Herdöpfel. Und es wird immer ein heißer Herdöpfel bleiben. Ich glaube, wir müssen die Bereitschaft erhöhen, zu akzeptieren, dass es die heißen Herdöpfel gibt. Und wir müssen wie auch bereit sein, uns wie Händchen auch zuzulegen, um irgendwie trotzdem den Herdöpfel anzulangen und die Herdöpfel vor allem nicht einfach vom einen Ort zum anderen zu schieben. B zieht einmal mehr weiter und arbeitet in Deutschland für die Sinnstiftung. Die gleiche Sinnstiftung, die ihn mir dann 2011 für meinen Film über hyperaktive Kinder vermittelt. Es ist Juni 2011 und ich bin mitten in den Dreharbeiten meines Films. Plötzlich informieren mich B und die Sinnstiftung, man habe sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Über die Gründe habe man Stillschweigen vereinbart. Das ist ein halbes Jahr, bevor mein Film ausgestrahlt wird und ich das Mail vom Vater aus dem Baselbiet erhalte. Darüber, was damals geschehen war, redet die Sinnstiftung erst, nachdem auch die Polizei an die Öffentlichkeit geht. Trauma-Experte Lutz-Ulrich Besser arbeitet für die Sinnstiftung. Damals bekam er einen verdächtigen Hinweis. Der erste Verdacht kam dadurch auf, dass eine Kindertherapeutin, die mich aus der Ausbildung in Psychotraumatologie kannte, eine Anfrage gestellt hat, was sollen wir machen? Ich habe hier einen Jungen, der berichtet von sexuellen Übergriffen durch einen Pädagogen, der bei der Sinnstiftung angestellt ist. In diesem Augenblick habe ich die Leitung der Sinnstiftung und Herrn Hüther darüber informiert, dass hier möglicherweise in ihren eigenen Reihen im Rahmen der Almprojekte ein pädosexueller Täter sein Unwesen treiben könnte. Und diese Verdachtsmomente sind sehr ernst genommen worden. Der Täter ist konfrontiert worden damit, hat dann eine typische Form von verschiedenen Formen des sogenannten Graugestehens, des Bagatellisierens, des Verharmlosens, des Widersprüche-Aufzeigens von sich gegeben und ist dann, obwohl es erstmal nur ein Verdacht war, von der Sinnstiftung aus den Diensten entlassen worden, 2 Tage bevor er wieder die Leitung eines weiteren Einprojekts übernehmen sollte. B wird sofort freigestellt. Aber auch in Deutschland will die Familie des betroffenen Jungen keine Anzeige erstatten, obwohl ihr die Sinnstiftung dringend dazu rät. Selbst will die Sinnstiftung über den Kopf des Kindes hinweg keine polizeilichen Ermittlungen einleiten. Sie entscheidet auch, nicht öffentlich zu informieren,
um allfällig betroffene Familien nicht zu beunruhigen, bevor die Polizei tätig wird. Einmal mehr bleibt alles unter dem Deckel. Wir sind aber heute der Meinung, dass man hier manchmal auch sozusagen, ja, den schweren Schritt tun muss, das Risiko einzugehen, eine Verleugnungsklage zu riskieren, für die man sich dann verantworten muss. Wenn doch immerhin das Bauchgefühl und erste Aussagen so gravierend sind, wie sich jetzt ja auch herausgestellt hat. Nach seiner Freistellung zieht sich B. ins Berner Oberland zurück und lässt sich von einem Heim anstellen. Seine Alphütte hat er immer noch. Erst ein halbes Jahr später, im Januar 2012, fliegt alles auf. Aufgrund eines weiteren Missbrauchs an einem anderen Kind meldet sich endlich eine Mutter bei der Polizei. Seither laufen die polizeilichen Ermittlungen, in deren Verlauf B. Schritt für Schritt 21 sexuelle Missbräuche an Knaben gestanden hat. Es wären sicher weniger gewesen, wäre es früher zu einer Anzeige gekommen. Ich glaube, wir müssen heranschauen. Ich glaube, wir müssen die Bereitschaft erhöhen. Zu akzeptieren, dass es Sexualstraftäter gibt, dass es Übergriffssituationen gibt. Und dass wir heranschauen, wo fangen die an. Und dass wir auch eine Kultur von Achtsamkeit entwickeln. Noch ein letztes Mal höre ich vom Vater aus dem Baselbiet. Er ist erleichtert, dass B. im Gefängnis ist. Und wohl auch, dass damit endlich klar ist, dass er über all die Jahre keine ungerechtfertigten Anschuldigungen gemacht hatte. Zudem sagt er, habe sein Sohn nach der Aussage bei der Polizei wieder 20 Kilo abgenommen. Für das, was geschehen ist, wird B. sich vor Gericht verantworten müssen. Sein Fall zeigt aber, dass es bei sexuellem Missbrauch an Kindern vor allem bei Institutionen eine Mauer von Angst und Schweigen gibt, die pädophile Sexualtäter schützt. Und dass Kinder ein couragiertes Umfeld brauchen, welches Verdachtsmomente ernst nimmt. Solange nur ein Bruchteil dieser Fälle überhaupt bekannt wird, nützen schärfere Gesetze nur wenig.